Leute, es ist 15.44 Uhr. Wir gehen jetzt zur Bertha Blockhalle mit Oskar, gehen heute ein bisschen klettern auf jeden Fall. Ey, wir treffen Oskar dort wahrscheinlich. Und ja, Mann, das Wetter gerade ist ein bisschen scheiße, aber das geht schon klar. Also, wir sehen uns dann. Wo sind wir, Oskar? Wo sind wir? In der Boulderhalle, Bertha Block. Bertha Block, hier in Frankfurt. Ich mache jetzt die schwierigste, wie nennt man das? Route. Route, ich mache jetzt die schwierigste Route, die es gibt. Okay. Digga, das war die schwierigste Route auf jeden Fall auf der ganzen Welt. Nicht, aber easy. Oskar, zeig mir, was du drauf hast, ja? Er macht eine blaue Route und die ist ein wenig schwerer. Oh! Oh, Oskar! Damn! Seine Beine berühren nicht den Boden, weil er einfach krass ist. Ich hoffe, er fällt runter. Oh, er fällt doch nicht. Scheiße. Und war sie schwer? Ich habe die jetzt auch zum fünften Mal geschafft oder so. Also. Lüge. Also, wir sind jetzt hier in einer Duo-Boulder-Kacke. Was ist das? Partner-Boulder. Und zwar, es gibt hier einmal rot und es gibt einmal blau. Ich bin jetzt rot und Oskar ist blau. Und wir müssen uns hier gegenseitig helfen, um dort oben hinzukommen. Und ja, wir haben hier so eine kleine Route jetzt schon gemacht die ganze Zeit. Und wir haben hier so einen krassen Shortcut geholt, wo wir hier so hochgehen. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Der Block hinter uns. Ich glaube, es hat auch nie gut. Wir sind auf jeden Fall fertig. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich hole mir noch einen fetten Döner und ja. Moritz, wo sind wir gerade? Jim. Heute ist Pusher, habe ich gehört, Digga, bei dir. Deshalb. Also, wer macht zuerst? Du machst zuerst, ne? Ich mach zuerst. Also, wir sind hier an der Bankmaschine. MacFit irgendwo. Sieht auf jeden Fall sehr krass aus. 10 Euro Eintritt, also einfach mal machen und ja, Digga. Let's go, würde ich sagen. Digga, ich bin tot. So, Leute. Sieht man hier überhaupt MacFit? Auf jeden Fall, wir waren jetzt MacFit, Digga. Hier irgendwo Reinickendorf beim riesen Obi-Zeichen. Wir sind jetzt fertig. Hier ist Moritz. Ich hole mir jetzt erstmal was zu essen oder wir holen uns was zu essen und dann sehen wir uns auf jeden Fall. So, Leute, es ist 19.01 Uhr. Könnt ihr euch noch an diesen Laden erinnern? That's the quote of the day. Yes. Das wurde hier aufgenommen. Wie lange ist das jetzt hier? Einen Monat? Sehr geil, auf jeden Fall. Yo, Jero, wohin gehen wir heute? Wir gehen heute mal auf Berlin. Echt, Digga? Hätte ich nicht gedacht, Digga. Er macht einfach gerade sein Durek. Aber ich habe auch Durek heute, Digga. Schau mal, mein Durek. So, Leute. Es ist schon Donnerstag. Ich habe hier meine Sportsachen. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen trainieren. Heute ist Donnerstag, das heißt also Leg Day. Ja, Mann. Man sieht sich. So, Leute, Gym ist vorbei. Heute nicht so lange gemacht, Digga, weil ich schwöre auf einmal, ich bin so im Gym, mach meine Übungen und so. Und nach der zweiten Übung oder so, auf einmal war mir kotzübel, Digga, keine Ahnung, was los war. Hab noch ein paar Übungen gemacht, aber hab halt nicht komplett alles so hundertprozentig gemacht. Schnell gegangen noch, weil wir treffen uns jetzt noch mit den Boys, mit den Homies. Gehen wir jetzt noch ein bisschen Bowling? Ja, Digga, ich nehme euch mit, natürlich. Hier ist die Weltzeituhr. Wurde errichtet von Luke Skywalker tatsächlich. Wie lange ist es her, dass du die erbaut hast? Also genau die? Ja, genau die. Boah, 342 Jahre sind jetzt. Damn! Also ihr habt gehört, Digga. Luke Skywalker auf jeden Fall sehr krass hier dabei. Hier spielt auch gerade jemand. Sehr talentiert auf jeden Fall. Diese Bahn, die ist kaputt oder so. Es geht immer nach links. Verstehst du? Stop the cap. In 2 wirst du einen absoluten Spare machen. Mach einen Spare. Mach einen Spare. Komm, gib ihm.
Nice shot! Was willst du Jaren Myers geben? Digga, du bist so dumm, Noah. Freunde, ich will ja nichts sagen, Digga, aber ich bin hart am Dominieren und ich bin jetzt dran. Zeig deine Skills. Ich nehme den immer nach links. Wie ist Moritz gerade? Ey, da war doch gut. Freunde, Bowling ist fertig. Jeremiah, willst du noch was sagen? Auf jeden Fall, Bowling ist fertig. Hat sehr viel Spaß gemacht. Moritz ist scheiße im Bowlen. Dieser Typ ist scheiße. Erster, zweiter und dritter. Ja, Noah, auf welchem Platz warst du? Letzter. Also er ist noch beschissen als Moritz, aber naja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Damn. Alright, wir sehen uns, wir gehen jetzt erstmal noch zum Italiener. Irgendwo schon noch so Allee. Ja, wir sehen uns dann. Aus diesem Italiener wurde am Ende Burger King, also bitte nicht wundern. Wohin gehe ich jetzt? Auf Toilette. Tschüss. Geiler Typ. Freunde, auf jeden Fall, wir sind hier gerade in Burger King, Schönhauser Allee Arkaden. Ich habe mir hier ein bisschen was gegönnt, auf jeden Fall, aber alles schon aufgegessen. Ich habe mir ein Eis geholt und sowas, so ein Menü, ja. Kannst du mir blasen, weißt du? Weißt du, sie? Nein, Bruder. Schaut mal, wann der Bus kommt. Der Bus kommt um 18.15 Uhr. Und es ist gerade 18 Uhr. Offiziell, Digga, 2.55 Uhr. Hier, Hamburger Platz oder allgemein. Ich denke, Digga, größer Scheiß, wirklich hart. Der Bus ist doch noch gekommen. Also, Digga. Mein Penis ist groß und hart. Chat ist so fucking smart. Sind so schön auf ihrer Art. Sind Nummer 1, so wie Thor war. Stahlhart, so wie Tony Stark. Früher war mein Leben immer schwer. Hatte keine realen Homies mehr. Jetzt bin ich der krankste Millionär.